Ja, liebe Frau Mühle, vielen Dank für Ihre Anfrage. Im Grundgesetz Artikel 8 Absatz 1 heißt es, alle Deutschen haben das Recht, sich ohne Anmeldung oder Erlaubnis friedlich und ohne Waffen zu versammeln. Über Bundes- und Landesgesetze ist den Kommunen die Aufgabe zugewiesen, dieses Grundrecht umzusetzen. Im Kern bedeutet dies, dass die Verwaltung diese Aufgabe im Rahmen der geltenden Gesetze und Rechtsprechung umzusetzen hat. Damit liegt auch die Antwort Ihrer Frage auf der Hand. Der Stadtrat ist für versammlungsrechtliche Fragen nicht zuständig, weil er Grundrechte nicht verändern, nicht definieren oder auslegen kann und darf. Die Petition ist aber ausdrücklich darauf ausgerichtet, den Artikel 8 Grundgesetz in einer bestimmten und von den Petenten definierten Art und Weise auszulegen. Der Stadtrat kann und darf die Verwaltung in dieser Frage aber nicht anweisen oder durch Beschlüsse binden. Natürlich kann auch die Versammlungsfreiheit eingeschränkt werden. Diese Einschränkungen unterliegen aber enormen rechtlichen Hürden. Immer wieder sind behördliche Einschränkungen des Versammlungsrechts auch Gegenstand von Verwaltungsgerichtsverfahren bis hin zum Bundesverfassungsgericht. Und immer wieder stärkt das Verfassungsgericht die Rechte der Versammlungsanmelder gegenüber behördlichen Einschränkungen. In der Corona-Krise war dies zuletzt gut zu beobachten. Gestatten Sie mir aber auch ein paar weitere Worte zu diesem Thema. Mich stinkt es auch an, dass unsere Stadt als Bühne für rechtsextreme Aufmärsche und rassistische Parolen missbraucht wird. Aber das Grundgesetz spricht eine klare und unmissverständliche Sprache und dafür sollten wir als Demokraten dankbar sein. Der Umgang mit zunehmendem Rassismus ist eine politische Herausforderung, die nicht über die Einschränkung von Grundrechten zu lösen ist. Wir erleben doch selbst in Europa, wie Demokratien ins Wanken geraten und Opposition unterdrückt wird, weil Parteien und Despoten solche Grundrechte mit Füßen treten. Wir sollten nicht den Fehler machen, zu glauben, dass wir Rechtsextremismus und Rassismus bekämpfen, indem wir an Grundrechten rütteln. Meine Frau Mühle, stellen Sie sich nur einmal vor, Anmeldungen für Versammlungen würden nicht von der Verwaltung bearbeitet, sondern vom Stadtrat und seinen Ausschüssen. Stellen Sie sich einmal vor, die Versammlungsfreiheit, die Pressefreiheit und die Reisefreiheit wären abhängig von Mehrheitsverhältnissen in diesem Hause. Ich für meinen Teil könnte bei diesem Gedanken keine Nacht mehr ruhig schlafen. Ich habe bereits im vergangenen Jahr mit einem Teil der Einreicher der Petition über solche Fragen diskutiert. Die Petition ist ein guter Anlass, die Einreicher wieder an meinen Tisch einzuladen und darüber zu diskutieren, wie eine politische und gesellschaftliche Herangehensweise aussehen kann, Rechtsextremismus und Rassismus den Boden zu entziehen. Gern berichte ich Ihnen über die Ergebnisse meines Gespräches mit den Vertreterinnen und Vertretern der Petenten.